Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Mein Name ist Carola Gausterer. Danke fürs Zeitnehmen und fürs Dabeisein wieder. Heute stellen wir Ihnen wieder einen interessanten Gast vor, oder eigentlich sollte ich sagen eine interessante Gästin, Petra M. Binder. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du bist Gedächt. Sollen wir bei Du oder bei Sie sein? Ja, bitte, unbedingt. Ganz was Wichtiges, ich biete immer meinen Kunden das Du-Wort an. Denn das Du ist näher dem Gehirn und ist dann immer mehr live dabei, als wenn ich immer beim Sie bleiben. Und deswegen biete ich immer das Du uns aber gerne. Sehr gerne. Jetzt sind wir schon beim Thema, weil genau. Du sagst Gehirn, du bist Gedächtnistrainerin, genau. Du bist Keynote-Speakerin oder Speaker und Buchautorin. Genau. Es dreht sich viel ums Merken, ums Konzentrieren, einfach ums... jetzt bist du aber, und das war interessant, ich habe deine Vita gelesen und da steht, du kommst ursprünglich aus der Medizintechnik. Genau. Ja, hast sehr, sehr viele Jahre am AKH gearbeitet und dann gewechselt 2004 als Expertin für Gedächtnis- und Konzentrationstrainerin tätig. Wie passt das zusammen? Warum kam es zu diesem Wechsel? Was ist da passiert? Wie kam es dazu? Es hat schon ursprünglich 2003 begonnen, Okay. Wo ich eben an der Medizinischen Universität einen Aushang gefunden habe, die Ausbildung zur Muskelentspannung nach Jacobsen. Und da habe ich mir gedacht, ein bisschen Entspannung, gerade in so einem stressigen Alltag, ist sicher recht gut. Und im Zuge dessen habe ich gedacht, mache ich halt ein bisschen diese Ausbildung für Trainer, dass ich halt dieses auch an andere Menschen weitergeben kann. Und da hat es dann schon begonnen mit meiner Ausbildung. Habe ich gedacht, gut, jetzt schreiben wir den ersten Kurs auch aus. Und wer die große medizinische Universität kennt, da gehen viele Leute rein und viele Leute raus. Und ich habe meinen Kurs ausgehangen gehabt und dann hat sich keiner angemeldet dafür. Ui. Genau. Okay, was ist da los? Dann bin ich auf Recherche gegangen und habe mir gedacht, okay, die Muskelentspannung macht jeder mit, das kennt jeder Therapeut, jeder Psychologe, jeder Coach, jeder Trainer kennt das und es ist im Prinzip ein netter Side-Effekt, so ein Add-on und nicht die Haupttätigkeit. Und dadurch, dass ich in diesem Trainerszene da ein bisschen reingeschnuppert habe, bin ich dann zum Gedächtnistraining gekommen. Und haben wir da ein bisschen darüber informiert und haben gedacht, hätte ich das zu meiner Schulzeit schon gewusst. Und noch besser zu meiner Studiumszeit hätte ich mir sehr viele durchpaukte Nächte, Prüfungsstress, Prüfungsangst erspart und hätte es vielleicht mit mehr Leichtigkeit auch gemacht und mehr Freude. Also ich war dann schon jemand, die sich da nicht so mit Leichtigkeit durch das Studium die da leicht gegangen ist, sondern wirklich doch ein bisschen, es war herausfordernd. Herausfordernd, ein schönes Wort. Aber trotzdem von der Technik in diese Richtung, genau. Das ist interessant. Überhaupt, dass eine Frau in der Medizintechnik ist. Es war spannend, natürlich. Ja. Ich habe immer spannende Aufgaben gehabt. Ich war im Forschungsbereich auch tätig und habe das dann sehr lange auch parallel geführt. Das heißt, es war so quasi dieses... Einerseits die Analytik und die Technik, aber andererseits auch dieses kreative Arbeiten. Das war total spannend. Das heißt, unsere Gehirnhälften machen ja auch beide Aufgaben, haben die zu lösen. Das heißt, einerseits ja die Logik, andererseits die Kreativität. Und somit habe ich da quasi auch beides miteinander verbunden. Und irgendwann ist man natürlich bei einem Punkt, wo man sich entscheiden muss. Wo dann beides einfach zu viel Zeitaufwand beinhaltet und dann habe ich gesagt, jetzt schlage ich doch einmal den Trainerweg ein und bin glücklich auch da angekommen. Und darüber wollen wir ein bisschen plaudern. Fit sein im Kopf und zwar bis ins hohe Alter, das genau. Wollen wir alle, ja. Oder? Überhaupt jetzt in der Arbeitswelt, jeder will, dass man flexibel ist, jeder rasch denken soll man, schnelle Auffassungsgabe haben und sich auch gut konzentrieren können. Aber dafür muss man ein bisschen was tun. Das kommt genau. Nicht einfach so, oder? Genau. Man kann das Gedächtnis auch wie einen Muskel betrachten. Es wird ja immer auch gern verglichen mit einem Muskel. Ja. Und wenn ich heute auch meinen Körpermuskel nicht trainiere, wird der nicht stärker und nicht besser werden. Und genauso ist es auch mit dem Gehirn. Es muss genauso, trainiert werden. Und zwar regelmäßig? Regelmäßig. Es reichen am Tag wirklich 15 Minuten aus. Man muss jetzt sich nicht hinsetzen und eine Stunde lang für das Gedächtnis etwas tun, sondern diese kleinen Häppchen regelmäßig reichen vollkommen aus. Das wäre nämlich meine Frage, kann man das Gehirn wirklich wie einen Muskel trainieren oder ja. Ist das nur ein Mythos? Nein, man kann es wirklich trainieren. Und ich habe noch aus meinen Anfangszeiten eine Seniorengruppe, die ich betreue,
weil mein Fokus liegt ja jetzt gerade im Erwachsenenbereich in der Wirtschaft, wo ich sage, ich helfe Erwachsenen wirklich, ihr Gedächtnis in unserer stressigen Arbeitswelt wirklich zu unterstützen. Aber eine Seniorengruppe habe ich noch, die sind mittlerweile jenseits der 80, um es mal so auszudrücken, und die sind wirklich fit trainiert. Die sind mit Leidenschaft dabei. Und ich sage, da darf sich manchmal ein Junger gar nicht anlegen, weil die wirklich top drauf sind. Wie lange werden die schon trainiert von dir? Seit 15 Jahren. Und begleite ich sie. Bei keinem gibt es leichte Ansätze von dir? Natürlich, es gibt immer, wo ich sage, der eine macht gern diese Art von Aufgaben, der andere diese. Aber ich glaube, das ist im Alltag bei jedem so. Mhm. Aber ich sage, es geht auch darum, das Gehirn ganzheitlich zu trainieren. Das heißt, Sudoku ist gut, ja, aber es reicht nicht aus. Mhm. Denn wir kennen das alle, wir wollen besser beim Merken werden und sagen, ich trainiere eben mit Sudoku. Nur das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay. Beim Sudoku, um was geht es beim Sudoku? Zahlen. Denkflexibilität, aber nicht ums Merken. Mhm. Das heißt, es wäre so, wenn ich meinen Oberschenkelmuskel trainiere und erwarte, dass ich einen stärkeren Bizeps habe. Okay, das passt nicht zusammen. Mhm. Deswegen, ja, Sudoku ist gut, Kreuzworträtsel ist gut, nur wenn ich lang Kreuzworträtsel mache, wie sehr strengt sich denn das Gehirn überhaupt noch an? Das heißt, es sagt, ah, das kenne ich, geht alles oft im Vorbeigehen. Mhm. Überhaupt, wenn ich immer die gleichen Rätsel mache aus einer spezifischen Zeitung, dann kommt immer wieder das Ähnliche und ja, da kenne ich das natürlich schon. Mhm. Oft merken sich Menschen lange Zahlen rein. Bin da immer ein bisschen sehr beeindruckt. Mithilfe einer Geschichte funktioniert das meistens. Ja. Ist das jetzt ein Trick? Ist das eine Eselsbrücke? Kann man sich solche Zahlenreihen anders nicht merken? Es ist natürlich immer beeindruckend, wenn man diese Menschen anschaut und sagt, boah, 20, 50 Gedächtnismeister sind da, über 100 Zahlen. Und dann fragt man sich, haben die ein spezielles Talent, eine Begabung? Was steckt da dahinter? Mhm. Es steckt eine Technik dahinter. Und ich teste das Kurzzeitgedächtnis, oder geht es ums Merken, ums Kurzzeitgedächtnis, seit meiner Ausbildungszeit fürs Gedächtnistraining mit allen Teilnehmern, mit Kindern, Senioren und Erwachsenen. Und da kommt heraus, dass unser Kurzzeitgedächtnis nur einen begrenzten Speicher hat. Das heißt, ohne Technik können wir uns nicht unendlich viele Sachen merken. Nur mit der Technik ist es möglich, wie diese Gedächtnismeister, sich wirklich sehr viel zu merken. Die trainieren das natürlich auch verstärkt, dass sie sich so viel merken können. Aber wie gesagt, es steckt wirklich Technik dahinter. Ist da ein Unterschied zwischen Kindern, Erwachsenen und vielleicht auch den Älteren? Nein, natürlich, je kleiner die Kinder, desto mehr brauchen sie noch dafür. Das beginnt so wirklich dann so im Schulzeitalter, dass man sagen kann, es gibt eine bestimmte Anzahl an Informationen, dass sich unser Gehirn merken kann. Und das verrate ich euch und den Zuschauern und Zuhörern jetzt. Das sind 7 plus minus 2 Informationseinheiten. 7 plus minus 2. Das heißt, wenn ich meinen Mann einkaufen schicke und ihm schnell ansage, nimm das und das mit und sag 15 Dinge, kommt er nur mit 7 plus minus 2 nach Hause, weil das Gedächtnis sonst überfüllt ist und die restliche Information einfach wieder rausschubst. Mhm. Man kann sich das vorstellen wie so eine Schale, wo 7 Kugeln reinpassen. Ja. Und wenn ich eine 8. dazu gebe, wird irgendeine beliebige, das ist jetzt nicht die erste, einfach wieder rausgeschubst. Und hier findet Vergessen statt. Das heißt, man darf sich jetzt nicht ärgern, wenn ich jetzt plötzlich sage, ich habe mal ein paar Sachen gemerkt und etwas ist vergessen gegangen. Kann natürlich unter anderem sein, dass der Kurzzeitspeicher voll war. Aber wie soll man denn jetzt einkaufen gehen? Also ich schreibe es ins iPhone, ich habe da eine Merkliste, weil da tippe ich immer schön ein und dann geht der Mann einkaufen. Es gibt da eine ganz hervorragende Technik, bitte, die wir auch gemeinsam machen können. Ja, bitte. Und zwar, wir werden das ein bisschen Zeit brauchen, und zwar gebe ich immer die Technik der Lozi-Methode mit. Locus aus dem Lateinischen, Platz, Ort, Stelle. Lozi ist die Mehrzahl, das heißt die Plätze. Das heißt, wir werden uns jetzt 10 fixe Plätze definieren und dann neue Informationen an diese Plätze anheften. Okay. Ist eine ganz tolle Methode, kommt sogar aus der Antike. So lange. So ungefähr 500 vor Christus ist diese Methode im alten Griechenland und dann natürlich auch im alten Rom entstanden. Und das heißt, sie ist etabliert, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und wir werden das jetzt vielleicht gleich gemeinsam ausprobieren. Bitte gerne. 10 Plätze, und die Plätze, die man immer mit dabei hat, ist der eigene Körper.
Das heißt, das ist ein Blatt schon. Nein, das ist, wir werden unseren eigenen Körper in 10 Unterelemente quasi positionieren. Mhm. Unsere erste Position sind die Füße, die Schuhe. Okay. Das heißt, um diese Technik auch wirklich zu begreifen, können wir jetzt direkt auf unsere Füße runtergreifen. Aha, okay. Erste Position. Ja. Wir wandern rauf zu unseren Knie. Mhm. Zweite Position. Dritte, Oberschenkel. Dritte Position. Vierte, Gesäß, Hüfte. Okay. Dritte Position. Fünf ist der Bauch. Sechs ist die Oberkörper, die Brust, ups, Mikrofon. Mhm. Sieben, Arm, Hand, Schulter, also was in dem alles Bereich zusammen, ist. Ja. Genau, das ist sieben. Acht ist der Hals. Neun das Gesicht. Und 10 die Haare, okay. Haupt. Okay. Diese Route muss man sich wirklich einmal merken und die bleibt fix. Okay. Mhm. Die muss fix bleiben. Und jetzt gehen wir einkaufen. Okay. Was könnte man denn jetzt brauchen? Wir werden die Hälfte vergessen, glaube ich. Bitte schön. Was brauchen wir denn alles? Also ich fange mal an mit Milch. Mit Milch. Jetzt, wo gebe ich die hin? Auf unsere erste Position. Das heißt, jetzt ist es wichtig, der Trick der Gedächtnistechniken heißt, wir haben eine fixe Position, die visualisieren wir uns. Das heißt, die stellen wir uns vor und heften die neue Information, wir assoziieren auf diese fixe Position. Mhm. Das heißt, wir verknüpfen jetzt Füße mit Milch. Okay. Und da ist es ganz wichtig, wir brauchen das Humorprinzip. Ja. Wir brauchen Spaß dabei. Denn beim Spaß wird ein spezielles Hormon ausgeschüttet im Körper. Und zwar das Dopamin. Kann ich verraten, beste Doping, was es gibt. Ja. Es wird beim Lachen ausgeschüttet und es ist die Rutsche ins Gedächtnis. Also wir baden die Füße in Milch. Zum Beispiel. So merke ich mir. Gegen das. Unsere Hornhaut, was auch immer. Genau. Es darf ruhig ein bisschen auf und sagt, da entstehen dann die Bilder. Mhm. Das heißt, wir konstruieren jetzt Bilder in unserem Kopf. Mhm. Wir stellen uns vor, Eselsmilch vielleicht oder was ich schöne Weiche. Was braucht man noch zum Einkaufen? Wassermelone. Wassermelone und Knie. Jetzt brauchen wir Wassermelone und Knie, dass wir da eine lustige Verknüpfung bekommen. Vielleicht schneiden wir die in der Hälfte auf und machen da wirklich einen Knieschoner draus. Hätte ich auch gesagt. Weil wenn wir in Milch baden und vielleicht, dann brauchen wir die Knieschoner und die Wassermelone. Okay. Wichtig ist, vom geistigen Auge sehe ich das. Ja. Was brauchen wir noch? Steaks. Bitte? Steaks. Steaks und Oberschenkel. Oberschenkel. Achtung vor der Logik, das heißt nicht die vielleicht so Steaks aus dem Oberschenkel wäre sehr naheliegend. Ja. Vielleicht machen wir uns eine... Kühl drauflegen. Kühl drauflegen, genau. Vielleicht haben wir einen Sonnenbrand jetzt gerade, wo es so schön ist. Heißt, wir legen uns die Steaks oben drauf. Gut, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch Äpfel. Äpfel und Gesäß hinten. Das können wir uns vielleicht vorstellen, wir stecken uns die Äpfel hinten in unsere Hosentasche rein und dann setzen wir uns auch drauf, das ist hart, vielleicht zergatschen die auch noch, das heißt, das stellen wir uns so richtig vor. Ja. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wir brauchen Bananen. Bananen und Bauch. Okay. Was könnten wir jetzt damit machen? Wir können wie eine Bananentasche. Ja, zum Beispiel, das heißt, wir können den ganzen Bauch hernehmen und vielleicht so wie... Revolver da als die Bananenschale, die Bananen vielleicht so als auf unserem Bauch als oder so ein Bauchgurt hernehmen, wie die Läufer, die haben oft diese Bauchgurts, wo sie dann eine Banane rauszücken. Das wird beim Laufen. Ja. Genau. Nächstes. Gut, wir brauchen noch Schokolade. Schokolade und Oberkörper. Ich habe mal gehört, Schokolade soll vielleicht gut fürs Dekolleté sein. Wir schmieren uns mit dicker Schokolade da unser Dekolleté ein. Mhm. Und wir sehen auch, wie schwarz das ist und wir haben ein schwarzes Schokoladendekolleté. Okay. Ja, gut. Gut. Und dann brauchen wir unbedingt noch frische Erdbeeren. Frische Erdbeeren und Hand, Arm, Schulter. Das heißt, jetzt können wir uns vorstellen, vielleicht quetschen wir Erdbeersaft dann daraus. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Wichtig ist, mit allen Sinnen ist auch noch so ein Tipp. Das heißt, ich spüre richtig wie die Erdbeeren und vielleicht wird es da so runter. Zergatschen. Genau. Ja. Haben wir da die Erdbeeren. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch unbedingt Joghurt. Joghurt und Hals. Mhm. Das heißt, Vorsicht vor der Logik vielleicht, dass wir mit, dass wir vielleicht die Mandeln mit Joghurt, vielleicht schmieren wir uns wirklich das Joghurt ganz dick auf unseren Hals. Wenn wir einen Sonnenbrand haben. Genau. Unten nehmen wir beim Oberschenkel haben wir die Steaks zum Kühlen und beim Hals nehmen wir das Joghurt. Gut. Genau, ganz dick schmieren wir uns das Joghurt drauf. Windeln. Die Windeln. Und Gesicht. Okay.
Das heißt, wir können uns die Windel als, vielleicht als Schutzmaske jetzt, gell, ja, nehmen wir nicht die normale Maske, sondern die Windelmaske. Okay. Sehr gut. Und Nummer 10? Was brauchen wir noch? Klopapier. Klopapier, ja. Ist jetzt nicht so. Ja. Aber es ist, glaube ich, während der Pandemie immer gut, ja. Genau. Es wäre natürlich naheliegend, dass man sagt, vielleicht beim Gesäß würde es recht, ja, gut passen. Wäre eine Möglichkeit, ist natürlich schon so, man sagt, in die Logik würde man reingehen. Besser ist am Kopf. Wir machen uns eine Turban aus Klopapierrollen. Okay. Schauen wir super aus. Ja. Und, ja, jetzt gehen wir nochmal durch. Bei den Füßen waren wir drinnen gebadet. In der Milch. Genau, bei den Knie haben wir welche Knieschoner gehabt? Melone, Wassermelone. Sehr gut. Und bei den Oberschenkeln? Steaks. Beim Gesäß, wo haben wir uns drauf? Äpfel. Genau, beim Bauch haben wir was als... Bananen. Super, ausgezeichnet. Da haben wir uns eingecremt, ganz dick mit... Zuerst mit Schokolade, genau, und da dann das Joghurt. Genau, also wir haben noch die Arme, was haben wir dort? Die Erdbeeren. Die Erdbeeren. Haben wir, genau, und beim Hals haben das wir... Das Joghurt. Super. Und beim Gesicht, wo haben wir uns, welche Maske haben wir uns gebastelt? Windelmaske. Genau, und oben haben wir eine Turban gefunden. Aus Klopapier. Super. Und ganz einfach. Das ist eine Alltagsübung. Was ist, wenn ich aber mehr sagen brauche als 10 Stück? Also da muss man schon trainieren. Genau. Und darum, es ist eine schöne Alltagsübung, denn, ja, ich glaube, jeder muss vielleicht öfters einkaufen gehen. Das stimmt, ja. Und das kann ich trainieren. Der Vorteil ist, Sie brauchen alle keine Angst haben, dass wir da jetzt quasi beim nächsten Mal einkaufen, wieder das Gleiche einkaufen. Dafür schützt uns ja das Gehirn fürs Vergessen. Und das hilft schon, dass das die Einkaufsliste sich ändert. Ganz solche, genau, Sachen helfen. Und gerade ist es ja verbreitet, dass wir das merken, immer diese Herausforderung darstellt. Ja. Weil wir sagen oft, uns liegt ein Name auf der Zunge oder jemand sagt mir etwas und ich vergesse es wieder. Und da kann ich mit diesen Techniken schon fürs Merken entgegenwirken. Gilt das auch für Telefonnummern? Früher konnte ich die auswendig. Ja. Jetzt ist alles im Smartphone abgespeichert. Ganz genau. Die Frage ist natürlich immer, brauche ich das wirklich? Aha, also da gibt es schon... Da gibt es natürlich eine Unterscheidung natürlich, wo man sagt, unser Gehirn fragt sich immer, ist es notwendig, dass ich es mir merke, oder habe ich eine Unterstützung natürlich davon? Wobei ich immer als Tipp dazu gebe, eine Notfallnummer sich wirklich im Gedächtnis zu speichern, weil dann kommt alles zusammen. Handy geht vielleicht nicht. Akku ist leer. Akku ist leer, vielleicht habe ich meine Geldbörse nicht mit, weil da die Nummer vielleicht noch schriftlich darin ist. Und es kann oft passieren, das gerade kann sein, Urlaubszeit jetzt, meine Tasche wird gestohlen, alles ist drinnen und ich stehe ohne irgendetwas da. Das stimmt. Und da empfehle ich jedem zumindest eine Notfallnummer, sich im Gedächtnis zu verankern. Schreibt sich eine Gedächtnistrainerin nichts auf? Doch. Ich schreibe mir genauso etwas auf. Gibt es da die To-Do-Listen, die ja eigentlich nicht schlecht sind? Natürlich. Ich schreibe mir natürlich auch auf. Ich selektiere oft, wo ich sage, was will ich mir wirklich merken? Und wo lagere ich einfach Informationen an die Technik aus, beziehungsweise auch auf meinen Notizblock aus? Mhm. Und wenn ich jetzt den Großeinkauf mache, schreibe ich es mir schon auf. Aber wenn ich jetzt unter der Woche mal kurz einkaufen gehe, weil ich vielleicht 8 Lebensmittel noch brauche, die mir fehlen, bevor ich mir einen Stift hole, einen Zettel hole, mich dann noch hinsetzen muss und das ausfülle, stelle ich mich zum Kühlschrank, hefte das schnell an meinen Körper ran und ich bin schon weg. Man kriegt dann natürlich auch mit der Zeit ein bisschen Routine und das geht schneller, oder? Genau. Das ist schon ein Teil der des Gedächtnistrainings. Genau. Was gibt es noch? Den besten Tipp gebe ich jetzt gleich vorher einmal dazu. Den besten Tipp sage ich mal, stell dich jeden Tag einer neuen Herausforderung. Das ist so ein Leitsatz, gell? So ein Leitsatz von mir, genau. Warum? Weil es jetzt nicht so einseitig nur ist. Viele verstehen, ich spreche zwar jetzt ein bisschen gegen mich, unter Gedächtnistraining, man muss sich hinsetzen, Rätsel lösen und irgendwas ausfüllen und so Doku machen, Kreuzworträtsel und was auch immer. Aber das ist es nicht. Das heißt, wenn ich mich jeden Tag eine neue Herausforderung stelle, ist mein Gehirn sowieso immer gefordert, an diese neue Sache heranzugehen. Sei es vielleicht eine neue Sprache lernen, ist Gedächtnistraining. Sei es ein neues Buch lesen, auch lesen, zählt zu Gedächtnistraining mit dabei. Zeitung lesen, Magazine lesen? Magazine, würde ich sagen. Ich glaube, die Frage ist immer, was bekomme ich aus einer Zeitung? Kommt drauf an, kommt drauf an, dass man halt einmal vorselektiert. Genauso Reisen. Wir sind vor der Urlaubszeit. Reisen ist genauso Gedächtnistraining. Was Neues, sind sich neuen Herausforderungen stellen. Das muss man für sich einfach definieren, genau, was ist eine Herausforderung. Genau. Und nicht jeden Tag gleich leben. Genau. Diese Routine ist zwar gut, unser Gehirn liebt Routinen,
weil dann braucht es wenig Energie. Ah. Wir haben hier oben einen Energiesparmeister sitzen. Und wenn der merkt, ich brauche jetzt nicht, das ist nicht anstrengend, fährt es seine Energie runter. Aber wenn wir es fordern, braucht es wieder Energie und fährt natürlich hoch. Und deswegen ist es wichtig, dass ich jeden Tag ein bisschen etwas tue fürs Gehirn. Und nicht nur den Fernseher aufdrehen und sich berieseln lassen. Ist auch wichtig, aber ich muss immer schauen, die Balance zu finden. Ein bisschen eben wirklich Anstrengung und auch wieder die Entspannung ganz auch wieder mit dazu. Was ist denn eigentlich schlecht fürs Gehirn? Stress, stelle ich mir vor. Stress. Oder? Stress ist, was passiert beim Stress? Genauso wieder. Wir haben eine Reaktion im Gehirn, dass ein gewisses Hormon ausgeschüttet wird. Und das ist das Adrenalin. Jeder kennt das Stresshormon Adrenalin. Und das Adrenalin ist heimtückisch. Denn es setzt sich zwischen unsere Nervenzellen hinein und macht eine Denkblockade. Wir kennen das alle. Wir sehen eine bekannte Person, uns liegt der Name auf der Zunge. Ich glaube, es ist jedem schon mal passiert. Und jetzt, was passiert mit mir persönlich? Ich ärgere mich und denke mir, jetzt bin ich vielleicht schon ganz blöd. Und dann ärgere ich mich und je mehr ich mich ärgere, desto mehr Stress habe ich und desto mehr Adrenalin wird ausgeschüttet. Und jeder kennt das. Man denkt eine halbe Stunde nicht mehr dran und plötzlich fällt einem der Name wieder ein. Was passiert? Das Gehirn denkt ja weiter. Aber das Adrenalin wird wieder abgebaut, die Autobahn wird wieder frei. Und deswegen rate ich immer, je weniger ich mich ärgere, diesen Mut auch zum Fehler, ganz wichtiger Tipp fürs Gedächtnistraining, Mut zum Fehler, weil ich sage, okay, mir fällt der Name im Moment nicht ein, aber ich weiß, er kommt schneller, wenn ich mich nicht ärgere. Und vielleicht auch gar nicht mehr dran denken, oder? Das passiert dann einfach, stell dir vor. Genau, meistens kommst du dann gleich nach 5 Minuten. Genau. Und je mehr man sich ärgert, braucht es eine halbe Stunde. Oder manche denken sogar Tage nach, bis der Name dann wieder kommt. Was sind denn so frische Kicks fürs Gehirn, wenn man merkt, es läuft gerade nicht so gut? Wenig geschlafen, viel Stress im Büro, vielleicht auch zu Hause läuft es nicht rund. Was kann man denn da so frische Kicks dazwischen machen? Ein wichtiger Faktor ist natürlich, dass ich wirklich einmal schaue, Schlaf, wichtiger Faktor. Es geht immer, wie lang schläft man, ist immer so eine Sache, es gibt so von 6 bis 8 Stunden. Sollte jeder individuell mal schauen, wann bin ich denn wirklich ausgeruht? Beziehungsweise habe ich Einschlafstörungen? Da ist es ein Tipp auf alle Fälle, 1 Stunde vorm Schlafen gehen, Fernseher, sämtliche Bildschirme abzudrehen, weil das blaue Licht vom Fernseher, was weggeht, hemmt meinen Melatoninausstoß, das Schlafhormon, dass ich gut schlafen kann. Nächster Punkt, Wasser trinken. Mindestens 2 Liter pro Tag. Lecker. Genau, da haben wir hier. Denn unsere Nervenzellen, unser ganzer Körper ist ungefähr 70-80% aus Wasser aufgebaut. Wenn ich jetzt nicht die richtige Menge zuführe, schrumpeln die Gehirnzellen ein und können nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, Wasser ist dieser elektrische Leiter, um von einer Gehirnzelle auf die nächste Information weiterzugeben. Ernährung, ein wichtiger Faktor. Das heißt, mein Gehirn braucht Energie und braucht auch die richtige Ernährung. Gerade im Erwachsenenbereich, viele frühstücken nicht in der Früh. Und da gebe ich immer den Tipp, eine Kleinigkeit zu essen. Es muss nicht der große Brunch sein, sondern einfach dem Gehirn eine Kleinigkeit zuzuführen. Wie beim Tanken. Ja. Wenn mein Auto fährt, muss ich irgendwann tanken. Und ich muss vielleicht nicht voll tanken, sondern einfach in der Früh eine Kleinigkeit rein, damit ich dann über den Vormittag drüber komme. Seelisches Gleichgewicht, ganz was Wichtiges. Auch eine ganz wichtige Thematik. Bewegung. Man sieht, es gibt so viele Alltagsmöglichkeiten, wo ich mein Gehirn trainieren kann. Ganz was eine wichtige Information. Das Bewegungszentrum im Gehirn liegt sehr nahe dem Merkzentrum. Das heißt, wenn ich mich bewege, kann Information leichter abgespeichert zum Beispiel werden. Auch ein wichtiger Punkt. Ja. Sauerstoff, ganz was Wichtiges. Wir brauchen, wenn unser Gehirn hochaktiv ist, 20-40% des Gesamtsauerstoffs braucht unser Gehirn. Das heißt, immer wieder lüften. Gerade wenn dann wieder jetzt mehr Personen zusammentreffen, dass man auch darauf achtet, wenn Meetings sind, dass man immer wieder auch lüftet. Also man sieht, es gibt leider noch keine Tablette. Ich sage, mit einem Tablettchen wird unser Gehirn besser, sondern es ist ein Zusammenspiel aus diesen vielen Faktoren natürlich auch. Gell? Weiß man eigentlich, wie das Gedächtnis beim Musikmachen funktioniert?
funktioniert das dann besser, wenn Musik im Hintergrund läuft? Können Sie uns das ein bisschen, erklären? Es ist beides gut fürs Gehirn, sowohl auch das aktive Musizieren. Ja. Warum ist das so? Weil beide Gehirnhälften angesprochen werden. Das heißt, sowohl man hat beide Hände in Aktivität und eben Musik löst Emotionen auch aus, meistens positive, hoffe ich mal. Das heißt, es ist immer das ganze Gehirn aktiviert. Darum gebe ich auch immer einen Tipp dazu, neben dem Lesen und Sprache lernen, auch vielleicht mal ein Instrument wieder zu lernen oder vielleicht habe ich mal in der Kindheit ein Instrument gelernt und das wieder auch zu reaktivieren. Denn beide Gehirnhälften werden dadurch aktiviert. Aber hilft es auch, wenn man nur so Begleitmusik im Hintergrund hört? Hilft das auch schon? Auch, es kommt immer darauf an, welche Musik. Mhm. Ich sage, auch beim Lernen ist Musik ein guter Faktor auch, nur ich muss schauen, lenkt es mich ab oder nicht. Das heißt, so vielleicht Radio nebenbei hören würde ich eher nicht empfehlen. Mit Sprache? Mit Sprache, wenn dann irgendwelche Nachrichten vielleicht kommen, weil ich wieder rausgerissen werde. Okay. Aber vielleicht ist AC/DC auch nicht förderlich. AC/DC ist natürlich, wo ich sage, das hebt meinen Herzschlag. Man kommt immer drauf an, auch mit dem Herzschlag, genauso Techno. Ist natürlich auch fürs Lernen nicht so optimal. Ich sage immer, es sollte angenehme, entspannte Musik sein. Ich gebe keinen Musikempfehlung. Man sagt immer, Klassik ist recht gut. Könnte man sich vorstellen, ja. Könnte man. Nur was ist, wenn ich kein Klassik-Fan bin? Und man denkt, ich muss mir jetzt Mozart anhören, nur weil ich besser lernen kann. Kontraproduktiv dann. Ist kontraproduktiv. Es gibt auch eigene Brainwaves, nennt sich das. Was ist das? Eigene Musik, die quasi meinen gewisse Wellen im Gehirn anregen, damit ich entspannt bin. Also man kann da mal auf die Suche danach gehen. Es gibt das Brainwaves. Brainwaves, genau. Mhm. Das heißt, das Internet ist voll von auch Gratis-Musik davon, dass man da mal reinhören kann. Ja. Musik machen, das findet ja an vielen Orten des Gehirns statt. Ist deshalb Musik von Vorteil auch fürs Gedächtnis? Ja. Weil es eben wirklich nicht nur punktuell vorkommt, sondern weil wirklich das ganzheitliche Gehirn involviert ist. Es ist ja die Wahrnehmung mit dabei, auch das Merken wird natürlich mit involviert und auch das Abrufen. Also ideal eigentlich. Perfekt, ja. Ganz was Wichtiges. Sie hören Hörgespräche, Sinnvolles aus dem Leben, diesmal mit Gedächtnistrainerin Petra Binder. Es geht natürlich ums Gedächtnis, ist ganz klar. Wie ist das Verhältnis Ohr und Gehirn? Wie spielt das zusammen? Das Ohr ist natürlich ein Sinn. Mhm. Wir haben ja unsere 5 Sinne, wo wir die Information aufnehmen. Wir sind zwar sehr visuell geprägte Menschen, dass natürlich unser visueller Sinn sehr ausgeprägt ist, aber das Hören ist genauso ein sehr starker Sinn, nenne ich es mal, der mit dazu spielt. Und auch der taktile Sinn. Der Riechsinn und der Geschmackssinn sind eher, die man weniger jetzt beim Informationsaufnehmen mit involviert, aber diese 3 Sinne sind ganz wichtig. Und ich gebe die Empfehlung, dass man immer sagt, ganzheitliches Lernen heißt auch mit allen Sinnen zu lernen. Man kann sich das vorstellen wie einen Staudamm. Es ist vielleicht mein visueller Sinn sehr dominant. Mache ich eine Luke auf, geht eine gewisse Wassermenge durch. Mache ich aber die 2. Luke auch noch auf und die 3. geht noch mehr Wasser durch. Das heißt, ich mache noch das Hören und das Fühlen mit dazu auf. Das heißt, die Information kann umso besser in mein Gedächtnis gelangen und dort verankert werden. Und deswegen ist das Hören genauso ein wichtiger Faktor. Ich gebe nicht nur diesen Tipp, wo ich sage, sieh dir etwas an, sondern hör auch die Information. Gerade im digitalen Zeitalter ganz was Einfaches, ein Tipp für Sprache lernen. Ich kann mir meine Vokabeln auf mein Handy zum Beispiel sprechen und das bei der Bewegung, dann, wenn ich sage, ich gehe jetzt eine Runde laufen, höre ich mir die Vokabel an. Habe ich sogar schon ein ganzheitliches Training mit dazu und noch nebenbei kann man fast schon sagen. Konzentration und Hören. Da gibt es auch einen Tipp von dir, dass du sagst, es gibt so Kopfhörer mit Noise Cancelling. Genau. Hilft das, dass ich das abschalten kann? Unbedingt. Ich glaube, Lärm, wir sind alle so oft Leidtragende von Lärm. Und sei es jetzt Baulärm oder Verkehrslärm zum Beispiel. Oder gerade auch im Büro. Großraumbüros, der eine telefoniert, der andere plaudert und ich sollte mich konzentrieren. Und
Ablenkungen sind, glaube ich, unser größtes Problem, wo wir wirklich die Herausforderung haben. Mhm. Und deswegen, wie kann ich jetzt Ablenkungen vermeiden? Und darum, wie kann ich akustische Ablenkungen vermeiden? Entweder suche mir einen Raum, wo es leise ist. Und wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, ich glaube, im letzten Jahr haben wir alle, sind wir gewohnt, mit Kopfhörern auch, vielleicht mit Kamera auch zu arbeiten. Und Im Homeoffice. Und daher sind auch Kopfhörer, wo man wirklich die Umgebungsbedingungen rausfiltern kann, extrem von Vorteil, weil ich diese Ruhe habe, um mich meiner Tätigkeit zu widmen. Und deswegen empfehle ich das, wenn ich wirklich sage, ich bin abgelenkt durch Geräusche, dass ich mir solche Kopfhörer eben zulege. Ich würde nur empfehlen, da wirklich auf Qualität auch zu achten, weil die sollten halt angenehm sitzen und auch gut den Umgebung rausfiltern können. Teilweise fangen sie ab 50 Euro schon an, aber ich würde da wirklich auf Qualität setzen, weil ich sage, sowas kauft man sich doch einmal. Ja, aber sowas könnte man empfehlen. Genau, unbedingt. Mhm. Hören und Demenz ist auch so ein Punkt, der zusammenspielt. Das ist ja auch ein Themenschwerpunkt bei Medell. Studien bestätigen den Zusammenhang, dass Menschen mit Hörverlust Demenz vorbeugen können, wenn man zeitgerecht versorgt ist einfach. Ja. Wenn man Hörhilfen hat, implantierte Hörsysteme, das hilft auch. Es ist ja auch dieses Thema, diese Demenz, weil du eben sagst, das Gehirn hilft, dem Ganzen vorzubeugen. Ja, wenn man zeitlich anfängt, zu deiner Gruppe, die du da seit 15 Jahren betreust oder forderst auch vielleicht, dass man das wirklich in Angriff nimmt. Unbedingt. Es ist ja immer dieses Demenzthema ein ganz großes Thema, gerade wenn es dann wirklich so im Bereich 50, 60 Jahre beschäftigen sich sehr viele Menschen damit. Überhaupt, wenn eine Familienhistorie vielleicht noch zugrunde liegt. Mhm. Man sagt, jetzt kommen wir schon in dieses Alter, wo es vielleicht Demenz einem selber treffen kann. Das kann schon bei 50, mit 50. Auch bekommen. 50, 60, wo man sich damit zu beschäftigen beginnt. Okay. Weil ich weiß, meine Mutter oder Großmutter oder Vater in die Richtung hatten vielleicht Demenz. Es ist oft schwierig zu sagen, woher kommt es. Es ist jedoch ein genetischer Faktor, ein Punkt natürlich dabei. Und ich vergleiche das so schön immer, wo ich sage, mein Wissensnetz, das ich in meinem Kopf habe, habe ich eine riesengroße Gulaschkanone, kann ich da natürlich sehr viel rausnehmen. Habe ich aber jetzt nur ein kleines Wissensnetz, wie mein kleines Suppenschälchen, ist das gleich aufgebraucht. Mhm. Und genauso ist es auch mit dem Thema Demenz. Das heißt, je dichter ich mein Wissensnetz habe, desto mehr können sich auch Verbindungen auflösen, dass es oft gar nicht sichtbar ist. Wenn ich nicht trainiere und mein Gehirn nicht dementsprechend fordere, ist natürlich, schlägt die Demenz dann schneller zu, als wenn ich da dagegen wirken kann. Ist das ein Tabuthema, dieses Gedächtnistraining, dieses Üben? Ist es ein Tabu in Österreich nach wie vor? Nach wie vor. Ist das immer noch so? Weil Gedächtnis, da geht es dann doch immer um den Geist und keiner mag wirklich diese zugeben, leise rieselt der Kalk, kennen wir ja diese ganzen Sprüche halt nicht. Oder es wird man schon, bist du schon ganz blöd. Also wenn es um den Geist geht, ist jeder sehr sensibel und Training auch noch. Das heißt, diese beiden Worte sind natürlich schon sehr schwere Worte sozusagen. Ja. Denn das Gedächtnis muss im Prinzip immer funktionieren. Allzeit bereit sein. Allzeit bereit sein. Und wir haben nie gelernt, es wirklich richtig zu benutzen. Wir sind auf die Welt gekommen und wenn ein Zuschauer, Zuhörer vielleicht eine Bedienungsanleitung mitbekommen hat, sobald man in ein Elektrogeschäft geht, in jedem Gerät kriegt man eine kleine Bedienungsanleitung mit dazu. Und jetzt sind wir auf die Welt gekommen mit der komplexesten Struktur und hat keiner eine Bedienungsanleitung mitbekommen. Das heißt, wir handeln uns während unserer Studiumszeit irgendwie so drüber. Ich setze mich hin, pauke auswendig. Ich nehme es dann immer gern das Bulimie-Lernen. Reinfressen die Information bei der Prüfung raus. Kotzen, entschuldige das Wort, um es danach auch wieder zu vergessen. Ne? Ja, und das geht sehr schnell dann. Und das geht natürlich sehr schnell. Jetzt gibt es auch noch, was du anbietest, Speed-Reading-Kurse. Genau. Wozu soll ich das machen? Ist gerade im Erwachsenenbereich ein Thema. In der Arbeitswelt. Genau, weil es geht darum, schnell Informationen aufzunehmen. Beim Lesen muss man zwischen zwei Arten des Lesens unterscheiden. Es soll nach wie vor das Genusslesen bestehen bleiben. Das heißt, gemütlich auf der Strandliege liegen und sich einen Roman widmen, ist ein anderes Lesen, als wenn ich im Büro sitze und den Stapel anschaue und mir denke, ich muss jetzt 100 Seiten schnell aufbereiten, weil
der Vorgesetzte möchte am nächsten Tag irgendwas daraus exkribiert haben. Ja. Und da sind wir dabei, dass ich schnell, effizient Informationen aufnehmen kann. Spiegelt sich natürlich im Alltag dann auch wieder, wenn ich die Übung habe, werde ich natürlich auch beim Roman etwas schneller sein. Mhm. Und das ist eben wirklich für... Muss man aber auch lernen. Muss man auch lernen. Speedreading gibt es genauso Techniken, die dahinter stehen, dass wir wirklich da schneller werden. Und es ist so schön zu beobachten, das geht sehr rasch. Mit ein paar wirklich leichten Veränderungen kann ich schon meine Geschwindigkeit verdoppeln. Und es ist ein Unterschied, ob ich dann eine Stunde sitze oder nur eine halbe Stunde sitze. Mhm. Und das ist meine Zeit, die mir dann bleibt, um vielleicht auch die wieder mir zu widmen. Ich gebe dann immer das Achtung mit dazu. Die Zeit, die ich mir erspare, soll nicht mit mehr Arbeit gefüllt werden, sondern eben wirklich zu schauen zwischen, wo bin ich angespannt und wieder die Entspannung auch wieder mit ins Boot zu holen. Mhm. Jetzt ist Urlaubszeit. Ja. Es ist heute unser letzter Podcast für die erste Staffel. Soll man jetzt auf Urlaub fahren und das Gehirn zu Hause lassen am besten, sich wirklich entspannen? Oder wie soll man es angehen? Was soll man tun? Ich gebe mal, wir hatten jetzt alle eineinhalb Jahre, ja. Die meisten waren zu Hause, waren nicht auf Urlaub. Schickt man das Gehirn nicht ganz auf Urlaub, lassen wir es nicht ganz zu Hause, aber trotzdem gönnen wir dem Gehirn Entspannung. Denn wir haben natürlich jetzt ein Jahr lang Anspannung gehabt. Mhm. Somit braucht auch das Gehirn Entspannung. Mhm. Aber genauso wieder, wenn man reist, ist es fürs Gehirn förderlich. Man macht es nebenbei mit, vielleicht warum nicht irgendwas mal anschauen in dem Urlaubsort. Und somit ist das Gehirn genauso wieder involviert. Genau. Vielleicht auch mal was anderes kosten. Gerade wenn man in ein fremdes Land fährt, gibt es Lebensmittel oder Speisen, die man zu Hause nicht kennt. Mal da sich öffnen und wieder was Neues ausprobieren und den Geschmack und Geruchssinn involvieren. Auch das Lesen auf der Strandliege ist Gedächtnistraining mit dabei. Das heißt, ganz kann man es eh nicht auf Urlaub schicken. Ja. Aber wichtig ist trotzdem, sich zu entspannen. Auch fürs Gehirn ein wichtiger Faktor. Es ist schon wichtig, dass das Gehirn regelmäßig entspannt. Genau, unbedingt. Gerade auch am Tag immer wieder zu beobachten, wo stehe ich denn gerade? Bin ich gerade sehr unter Anspannung? Was brauche ich dann? Es parallel die Entspannung. Wenn ich mich gemütlich mal so richtig ins Büro schleppe und noch sehr entspannt bin, die Betthecke noch etwas in meinem Gesicht klebt, brauche ich vielleicht die Anspannung, um wirklich Leistung zu bringen. Das heißt, immer auch zu schauen, welchen Spannungsgrad habe ich denn gerade im Körper, um mein Gehirn dementsprechend auch zu auszurichten, sagen wir so. Da muss man sich aber selbst sehr gut kennen, genau. Sich selbst beobachten, ganz vielleicht genau. Ein bisschen reflektieren auch. Unbedingt, ja. Um das herauszubekommen. Ich weiß nicht, ob das der Durchschnittsmensch halt so schafft. Viele merken die Anspannung. Mhm. Überhaupt, wenn das oben am Hals bzw. so am Nacken runtergeht und man merkt, ich bin total verspannt, ist es im Prinzip höchste Zeit, sich zu entspannen. Nicht nur den Körper, sondern auch der Geist gehört auch entspannt. Powernapping wollte ich noch wissen. Bringt das was? Ja. Unbedingt. Die Japaner machen es ja wirklich. Die machen es wirklich. Wenn es nur 5 Minuten sind. Ganz genau. Wobei ich sogar sage, es muss nicht mal 5 Minuten sein. Es gibt da eine Studie von schon länger her, von Studenten, die hat man getestet, wo man die so eine Minute kurz entspannen ließ und das über so eine halbe Stunde immer wieder eine kleine Minute eine Entspannungsübung einfließen hat lassen und die konnten sich extrem gut konzentrieren, gut die Aufgaben lösen und hatten eine sehr minimale Fehlerquote. Das heißt, okay. So diese kleinen Mini-Pausen sind ganz entscheidend. Und das ist vielleicht einmal kurz aufstehen, sich durchstrecken, Fenster öffnen, wieder hinsetzen. Ja. Genauso die Technik des Palmierens. Schon mal gehört, nein, Palmieren? Palmieren, da steckt quasi die Hand drinnen. Indem, dass ich meine Hände aneinander reibe, dass sie warm werden, dann so Schälchen forme und über die Augen drüber lege, kann ich an meine Augen entspannen. Gerade im Berufsalltag, wenn ich viel vor dem PC sitze, gerade wie es wir jetzt erlebt haben, und wenn meine Augen müde werden, unbewusst fängt man an, diese Augen zu reiben. Wie die kleinen Kinder, ne? Genau, und da ist es höchste Zeit, meine Augen zu entspannen. Mhm. Und diese Übung, ich dunkle quasi mit den Augen das Licht ab, denn Dunkelheit und Wärme lassen den Augenmuskel entspannen. Und genauso... Okay. Wie beim Yoga eigentlich, da ist es auch so ein Teil davon. Genau, und eine Minute reicht schon aus.
Wow. Trotzdem wichtig ist, die Pausen auch einzulegen. Viele machen die erste Pause erst in der Mittagspause, sondern auch am Vormittag schon eine 5-Minuten-Pause mal einzulegen, um den Geist zu entspannen. Achtung, bitte nicht mit Social Media oder Nachrichten weiterfüllen. Dass man erst wieder hängt. Dass man erst wieder drinnen ist, sondern dass man quasi die Entspannung auch für den Geist bietet, zum Beispiel. Also wir haben viel gehört. Ja. Viel gehört. Ich hoffe, dass wir auch das alles umsetzen können. Also viel lesen, reisen, sich täglich einer neuen Aufgabe stellen, so kleine Herausforderungen annehmen. Ja. Einen Tipp gebe ich noch mit, und zwar das Gesetz der Minimalkonstante. Heißt, lieber einen Tipp umsetzen, als mit 5 beginnen und irgendwann enden, Adam alle. Das heißt, vielleicht wirklich mal sagen, welcher Tipp von heute hat mich total angesprochen, diesen einen probiere ich aus und setze dann auch langfristig um. Und wenn der dann eine Routine ist, dann nehme ich mir den nächsten Tipp her. Also Step by Step. Step by Step, nicht gleich alles auf einmal. Man wird nicht von heute auf morgen Gedächtnismeister. Also lesen, einkaufen gehen mit der ganz persönlichen Einkaufsliste, Gehirnjoggingübung. Genau. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel, wie wir unser Gehirn trainieren können, wie wir uns besser konzentrieren hoffentlich auch und wie wir im Alter noch fit sind im Kopf. Das wäre ja unser großes Ziel. Vielen Dank für die interessanten Beispiele, Fakten und Erzählungen und vor allem für die Übungen. Super. Dankeschön. Einen Tipp nehmen wir jetzt noch. Und zwar ist, schau mal, haben wir sehr lange gesprochen und haben auch unser Gehirn, unser Kurzzeitgedächtnis abgelenkt. Jetzt machen wir noch 3. Kannst du dich noch erinnern, was auf unseren Knien wir eingekauft haben? Die Wassermelonen. Sehr gut. Was haben wir da bei unserem Schokolade. Die Schokolade. Und in unserem Gesicht, welche Maske die Windel. Siehst du, und es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Trotz Ablenkung. Ich werde jetzt so einkaufen gehen. Ich hoffe, Sie auch. Ihnen danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Hörgespräche. Sinnvoll ist es im Leben und wir wünschen einen schönen Sommer. Vielen Dank. Super. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt? Ich liebe den Morgen und da gibt es dann ganz viele schöne Eindrücke und Momente, die man genießt. Und gerade, wenn man glaubt, der Morgen ist ganz leise, täuscht man sich, sondern im Morgen gibt es schon ganz viele ganz hervorragende Geräusche, auf die ich dann wirklich gerne höre. Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch? Ich habe 2 Hunde. Und ich glaube, wenn die so ein bisschen schnarchen, ist das so wirklich ein ganz süßes Geräusch, das ich immer gerne höre.